Hallihallo, ich bin's wieder, euer 4 for Fun. So, heute, ja, wir kommen erstmal zum dritten Teil von Doom 3. Und heute, ja, geht das, ich sag jetzt mal, das Gemetzel weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und, jo, ich leg dann jetzt mal los. Ach ja, also die Katze ist wieder hier ein bisschen am Duo spielen, aber, naja. So, Mars City Underground, ja. Ja, okay. So, hier waren wir ja das letzte Mal stehen geblieben. Und nun geht's leider hier weiter. Ja gut, das heißt leider. Aber. Alle Einheiten, hier ist Sergeant Kelly. Wir kennen unseren Gegner nicht. Ich wiederhole, Angreifer ID negativ, aber es sind auch keine Drecksel. Aldi, ey. Stockt seine Munition auf, festigt seine Stellung und bleibt auf Abstand. Was? Oh, lecker. Wenn ihr was zum Essen haben möchtet, sagt er mir Bescheid, ja? Okay, jetzt sind wir wieder hier, wo ich reinkam. Direkt an der Statue. Oh, ja, ja. Meine Güte. Oh. Oh Mann, ey. Was ist denn Vieh? Haha, aua. Scheiße. Haha. Möglich. Ende. Komm ich hier rein? Alles klar, Feuerteam 2. Zurück zur nächsten Station. Okay, errichtet geht noch nicht. Ende. Oh. Uah. Ach, der ist das. Der uns vorhin die Waffen hier gegeben hat. Oh ja, schön Munition. Ja. Oh mein Gott. Hallo. Ja, es ist ja nur noch Gemüse. Nein, ich habe nicht gepopelt. Oh. Ah, hau ab, ey! Du gehst mir auf Eier. Alle Einheiten, hier ist Sergeant Kelly. Geh zurück ins Hauptquartier und wartet auf Befehle. Quelle öffnen! Mein Gott, meine Nase juckt. Ah! Oh. Sorry, das klang etwas merkwürdig, mein Geschrei. Aber da kann ich nichts hören, tut mir leid. Ja. Mars City, ja. Ja, okay. Alle Marine-Einheiten, hier ist Sergeant Kelly. Ach ja, ja, komm, ja. Klappe, du Arsch. Hier ist nichts mehr. Hey du. Huh. Boah, ey, bist du bekloppt. Scheiße, da ist nichts mehr drin. Ich dachte, ich sei der letzte Überlebende. Boah, ein Überlebender, hurra. Hab ich dich gefunden. Etwas ist passiert. Ich weiß nicht was. Es lief wie eine Schockwelle durch die ganze Basis. Die Leute veränderten sich. Es war verrückt. Ich habe an den Ventilationsschächten gearbeitet. Keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Hol Hilfe. Bitte. Ich gebe mir Mühe, aber ich kann dir nicht versprechen, ob ich vielleicht lebend zurückkomme. Tschüss. Oh, ey, muss das sein? Sei vorsichtig. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ja. Dankeschön. Hättest du dir auch sparen können.
Ach, scheiße, da war die Weste nur, ey. Ich krieg einen Kotzen hier. Wo geht's denn hier raus? Hallo. Hier lang muss. Hallo? Oh mein Gott, was war das denn? Sorry Leute, aber ich muss mal gucken. Weil... Ey, sag mal, ey! Sie verarschen? Oh Mann. Oi, Ketchup. Ganz viel Ketchup. Und ein Mann ohne Kopf. Oh. Tat bestimmt ein bisschen weh. Was war das? Mann, ich will nicht runter. Okay, doch. Hallo? Oha! Jetzt hier! Stirb doch! War da noch was? Ja. Meine Güte. Oje. So, guck. Sicherheit sicher. Boah! Hallo. Ja, komm noch näher, ey. Ah, geil, endlich. Jo. So, ich gucke jetzt erstmal, was mein PDA ist. Ja, tut mir leid, aber ich habe irgendwie den Überblick ein bisschen verloren. Kettensägen, oh je. Ah ja, ich habe auch gelesen, dass es Kettensägen-Zombies geben soll. Kommst du nicht rein? Hallo. Ja, hier ist meine kleine süße Maus. Willst du mitspielen? So, tut mir leid. Ist das Taschenlampe an? Hallo? Ich höre da was. Guck, guck. Oh. Mann. Hab ich gerade was aufgehoben? Ja, ne? Ich glaube die Karte, ne? Kommandozentrale, hier ist Spezialist Würzen. Mein Team ist vor Ort, sie sind alle tot. Ich bewege mich hier blind. Wie lauten meine Befehle? Ende. Spezialist Wilson. Sergeant Kelly hier. Bleib auf der Hut, Junge. Geh zum letzten Sammelpunkt und verschanz dich. Wir finden dich. Oh Mann, ey. Oh! Ja, sauer! Was? Schön gemacht. Aber man sagt ja auch, der Gerät wird nie müde, ne? Oh. Hallo. Ich guck mal, ob hier alles in Sicherheit ist. Muni? Okay, ist voll. Kann ich halt öffnen?
Schnuffi, E, F. Ne, F ist da Schnuppe. Ja gut, anscheinend geht das wohl nix. Ja, aber wieso denn? Ja. Jo. Komm her. Ja, komm. Komm, wir boxen uns wie echte Kerle. Oh, schade. Warte mal. Ui. Und noch ein. Aua. Aua. So. Wenigstens. Ja, okay, der Kopf ist recht rot. Also, das heißt, K.O. Feiern die da? Oh. Ah. Ich höre überall Zombies. Oi. Alter, ey! Geh doch down! 10 Jahre drauf am Schießen, aber irgendwie habe ich noch nicht getroffen, glaube ich. Okay. Aber die Westen, ey, meine Güte, der Zaun, ey. Da scheiße dich bald in die Hose, wenn du das übersiehst. Oh. Entschuldigung. So. Ja. Wenn ich gerade ein bisschen doof bin. Aber. Ach, guck mal da. Guck, guck. Oh, oh, lecker. Oh, der war scheiße. So. Oh. Okay, hier scheint wohl nichts zu sein. Oh. Na gut, Leben brauche ich jetzt gerade nicht auffüllen. Für 1% lohnt sich das hier eh nicht. Und ja, wie immer habe ich keine Ahnung, wie der Code lautet. Alter, ey, was ist das denn für eine Büffellüfte, ey? Hallo? So. Oje. Oh nein, ich werde schon wieder. Wie oft willst du noch kommen? Mein Gott. Das ist ja, schon tragisch immer. Aber der steht auf Wetten. Ah, oh, doch nicht. Ja, wenigstens hat er sich nochmal eine Pause gegönnt hier. Da kann ich nicht hin, wie in das Feuer. Aber wie ich gerade sehe, habe ich wieder, warte mal, PDA. Ich bin noch gerade reingelaufen. Ja, ich weiß. Ja.
Ja. Audiolog von Frank Dellaiu, technischer Leiter für die Stromerzeugung, 24. Oktober 21:45. Die Hauptbearbeitung hat mit Reklamationen zu tun. Zwei weitere Ventilüberlastungen dieser Einheit allein in der vergangenen Woche. Sorry, aber bevor das ein Zombie ist. Diese Überlastungen können die Ventile beschädigen, was zu sehr gefährlichen Feuerstößen führen kann, die empfindliche Ausrüstungsteile in der Nähe entzünden können. Bislang wurde erst eine Verletzung infolge des Ventilversagens gemeldet. Das ist in erster Linie der schnellen Reaktion des Technikerteams zu verdanken. Unser Verfahren, den Fehlercode 842 in das Betriebsterminal einzugeben, hat sich als richtig erwiesen. Ich empfehle, dieses Verfahren so beizubehalten. Marine, unglaublich, dass du noch lebst. Ja. Ich komme nicht nach Mars City zurück. Alle Passagen aus dem Delta-Komplex sind dicht. Ja. Ich richte einen Kommandoposten ein. Du kannst nicht sagen, dass du keinen Bock hast. Mit der Delta-Behörde abzuhören und mit den Marine-Teams zu kommunizieren. Nimm Verbindung zum Bravo-Team auf und setz die Botschaft ab. Geh zum Alpha-Labor. Dann findest du sie. Ich aktualisiere deine PDA-Sicherheitsfreigabe. Gute Arbeit. Viel Glück, Marine. Okay, mal loslegen. Ja, aber klar. Naja, egal. Ich geh jetzt mal weiter hier durch den Dschungel. Hallo? Ja, okay. Ich bin da dran! Ah, egal. Hallo? Bam! Nein, da liegen so schöne Sachen drin. Boah, ob ich da was drin finde? Ich guck mal nach. Hier fassen meine E-Mails. Nope. Ja, da auch nicht. Außer dass die Party mal diesmal früher anfängt, ja. Im Namen der UN, oh, nee. Willkommen in Mars City. Oh. Ja gut, tut mir leid, aber... hätte klappen können. So, ach nee. Okay, da geht's nicht weiter. Da, war da einer? Ja, der war Blut, okay, ich wollte schon sagen. Genau, von hier kam ich. Hallo. Kann man das Feuer hier irgendwie auspinkeln hier, ey? Mann. Sprinten war meine Runde. Also ich muss mich ganz kurz heilen. So. Okay. Einer eingesperrt und möchte wohl da gerne raus, aber ich denke mal, dass er da nicht mehr rauskommen wird. Ob ich hier lang muss? Wow, wow. Ah, oh. Ah. Voller Harte. Das hier. Meine Güte, wie viele kommen denn da noch? Yeah. Hm, lecker. Jo. Ja gut, Leute. Ich werde da mal jetzt hier einen Cut machen. Sieht sehr schön aus hier, wie man sieht. Also, ich finde, das macht mir wieder richtig Bock, nach langer Zeit mal endlich mal wieder Doom 3 intensiv zu zocken. Also,
Ich kann euch das Spiel echt empfehlen, wenn ihr wirklich so Horrorspiel-Fan seid oder mit Zombies allgemein. Also mir macht's richtig Spaß. Vor allem ist das ein schöner Mix aus Action halt und Horror und ja, man erschreckt sich auch ab und zu mal leicht. Je nachdem, wie schreckhaft man ist, ist so, bei mir ist das unterschiedlich. Aber, naja, egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr schaltet wieder nächstes Mal ein. Wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, postet das ruhig bei mir in den Kommentaren. Ich beantworte so viele Fragen wie möglich. Und, ja gut, ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.